Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 22 Trainerkarriere mit Greuther Fürth. Hoch die Hände, Wochenende, hey, hey, hey. Es ist Wochenende, ich habe versprochen, es kommt eine neue Folge mit mehr Spielen. Vamos! Leute, habt ihr eigentlich mein Musikvideo schon gesehen? Also, ich meine, die Schauspielskills sind ja schon wild, aber ich habe ja nicht nur geschauspielert, sondern ich habe das Ganze auch selber gesungen. Ja, das dürft ihr nicht verpassen. Rechts oben beim i, wisst ihr Bescheid. Lumisteria Films, deine Medienproduktion für jeden Zweck. Schaue jetzt unser neues Musikvideo, rechts oben beim i verlinkt. Heimspiel-Feeling, ja? Das hier ist das erste Spiel zu Hause mit Hymne, mit. Es klingt so geil. Ich würde sagen, wir gehen rein. Komm, auf geht's. Ja, und wir gehen in unser erstes Heimspiel, auch wenn es verregnet ist. Ich bin wahnsinnig stolz drauf, euch zu zeigen, wie cool auch die neuen Lizenzen sind und wie geil sich das alles anhört. Meine, wie geil ist das, Leute? Ihr startet FIFA, spielt mit Fürth und hört sowas! Oh, Kleeblatt! Gemeinsam nur nach vorne, durch Liebe angetrieben. Es ist doch wunderschön, es ist doch wunderschön. Das echte Stadion bekommen wir nächste Saison, aber guckt euch das an, wie toll das ist. Es ist brachial cool. So macht FIFA Spaß. Lasst ein Abo da. Bleibt dran. Boah, Junge, Junge. Damit wir diese geile Karriere nicht so schnell aufgeben, sondern durchziehen. BVUK, Sparkasse Fürth. Ich bin gehypt bis zum geht nicht mehr. Gegen Bielefeld müssen wir eigentlich was reißen, so wie ich gerade spiele. Miese Prise, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war bis jetzt gar nichts. Boah, nur von dem bin ich nicht begeistert. Wir spielen noch nicht mega gut. Guck, die Bielefeld-Fans mit ihren Fahnen. Es ist so schön, dass die Leute Stadion verlassen, wenn es schlecht läuft oder so. Alles mit dabei, alles. Richtig cool, außer das Tor. Standardsituation, wie in echt. Es gibt die Ecke. Es gibt den Kopfball und es ist eigentlich weit, weit weg, aber Burchard kriegt den nicht. Und dass wir es hier in der ersten Liga nicht leicht haben, das weiß jeder. Jetzt Itten auf dem Weg. Itten ist auf dem Weg, spielt auf Nielsen, Harvard Nielsen, Nielsen und Ortega mit einer brachial guten Parade. Bumm, da kracht's. Und den Ball nach vorne, Halbzeit 0-1, liegen wir leider hinten. Boah, auch solche neuen Animationen gibt es. Interessant. Und im Hintergrund läuft immer noch Sparkasse Fürth. Boah, und den Ball kriegen wir fast sogar. Es gibt Elfmeter. Hand. Es gibt einen Handelfmeter. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, und einfach nur angeschossen. Das ist so bitter. Und Burchard hält. Und jetzt bebt das Stadion. Okay, jetzt bebt das Stadion. Jetzt ist Fürth nochmal wach. Jetzt ist Fürth nochmal wach und da ist direkt Itter. Oh. Na, was ist das denn? Wie hat Burchard den Ball denn nicht? Naja, Elfmeter gehalten, jetzt ist die Stimmung direkt wieder gedrückt. Oh, wieso ist denn schon wieder so viel Platz da? Ich spiele doch gar nicht auf irgendwie offensiv oder so. Steht 3-0 Bielefeld. Fuck off. Und Leute, seht ihr das? Jetzt sind schon Sitzplätze frei. Man sieht das jetzt schon von hier. Und wir machen froh weiter. Und Bielefeld auch. Uiuiui. Ui, ui. Es gibt wieder Elfmeter. Der zweite Handelfmeter gegen uns. Es steht doch eh schon 3-0. Erbarme mich doch. Er schießt sich selber an. Dafür kann es doch keinen Elfmeter geben. Und jetzt ist er drin. 4-0. Ah ja, man sieht das, Alter. Das bockt gerade gar nicht. Jetzt Green.
Green, Julian Green, aber Ortega. Jetzt Griesbeck ist durch. Griesbeck, der ist halt so langsam, ne? Der ist halt so langsam, aber er macht ihn. 1 zu 4. Immerhin einmal die Torhymne gehört. So ein schwacher Schuss, aber auch schwach vom Torwart. Voll in die Mitte reingebolzt. Oh, das ist doch zum stocknarrisch werden, Alter. Digga, das Stadion ist gleich komplett leer. Oh. Pfiffe, zu Recht. Lumisteria Films, deine Medienproduktion für jeden Zweck. Lass uns doch gerne mal ein Follow auf unserem Instagram-Account da. Ja, Schollau sieht auch echt gut aus, muss ich sagen. Es gibt schon ein paar geile Gamefaces. Auf geht's! Digga, hat gesehen, wie Nielsen sich an den Haaren gekratzt hat. Fand ich sehr interessant. Julian Green! Oh, und er setzt ihn vorbei! Ah, die Mainz-Fans pushen direkt wieder. Oh, interessante Perspektive auch. Alter! Ja, genau so sollte das, glaube ich, aussehen. Ich denke mal, ich weiß, was die damit wollten, aber... Geklappt hat das nicht. Boah, Sascha Burchert kratzt den aber gerade noch so. Julian Green probiert's da in die Mitte. Und jetzt ist Abiyama da und er ist drin. Dixon Abiyama, der Elterstorfer Junge. Geht ja sowas von unverdient hier in Führung. Das ist brutal, aber egal. Hat sich so gereimt. Effizient, würde ich sagen. Aber Mainz natürlich davon nicht geschockt. Macht direkt weiter und jetzt ist Scholloy aufs Erste, aufs Zweite ist drin. Das war's mit der Führung. Da war sie und batz, ist sie weg. Boah. Das ist jetzt böse. Das ist richtig böse. Vor der Halbzeit. 2-1. Burkhardt. Der Johnny. Direkt Halbzeit. Scheiße, Mann. Oh, Hrgota. Der Capitano. Profitiert auch aus dem Fehler. Und zack, steht's wieder 2-2. Yes. Branimir Hrgota. Schön angenommen, dann aber eigentlich verloren. Dann kam es ein kleines Slapstick, was auch immer was das war. Und dann überwindet er den Mainzer Torhüter. Ich weiß gerade gar nicht, wer es ist, aber egal. Boah, auch hier wieder ein Bock. Aber es ist Abseits. Sascha Burchert, ich wollte schon sagen, er springt gar nicht. Es ist Abseits, er hebt die Hand. Finde ich auch cool. Neue Animation wahrscheinlich, I don't know. Er hebt die Hand, der Schiedsrichter sagt no, no, no. Oh Mann. Das ist bitter, Mann. Mainz führt wieder. 3-2. Abiyama. Es ist, glaube ich, kein Abseits. Dixon Abiyama. Der uns den Aufschied geholt hat. Was für eine Monsterparade. Burkhardt ist durch, aber Sascha Burchert ist da. Schön zur Stelle. Stark, stark, stark. Und Lee, der kam von Kiel. Den kennen wir noch aus der Zweitligasaison. Mit der Ecke jetzt. Meyerhöfer tankt sich durch. Green mit der Ecke. Und da steht Hogba. Und er ist drin. Der Ball ist drin. 4-2. Es ist die Entscheidung. Und so lassen sich die Mainzer, so lässt sich Burkhardt feiern. Ach Gott. Das ist bitter für uns, bitter zu sehen. Burkhardt kann da nicht mehr viel machen. Und der Ball ist scheinbar tatsächlich über der Linie. Das war Abseits. Das war Abseits, ganz klar, auch wenn es... eine Chaos-Szene schlechthin war. Mal wieder.
Es gibt die Abseitsstellung und dadurch nicht das 5-2, sondern es bleibt beim 4-2. Das Spiel ist aus. Ja, das war's mit der Folge. Zwei Spiele in der zweiten Folge, insgesamt drei, aber ja, es geht ja wieder schnell weiter, ich verspreche es. Das Musikvideo, wie gesagt, unbedingt angucken. Das werde ich jetzt auch machen. Und dann ziehe ich mir das echte Spiel rein. Greuther Fürth gegen Bayern heute Abend. Ich bin gespannt. Wir sehen uns Sonntag wieder.